So, da sind wir wieder und dann wollen wir den Kurs mal entsprechend angehen. So. 3, 2, 1. Nein, aber es war nicht schlimm. Ja, Cockpit-Ansicht gibt es leider nur im Software-Renderer aus irgendeinem Grund. Macht irgendwie keinen Sinn, ist aber so. Aber da ansonsten der 3D-Renderer Glide in allen Belangen besser aussieht und das zwar deutlich, werde ich natürlich auf Glide spielen. Das ist mir dann ein Cockpit auch nicht wert, zumal ich das ja eh nicht nutze. Das war jetzt leider nicht so toll, dass ich da gegen die Wand gefahren bin. Aber das ist ein Fehler, mit dem ich jetzt nicht in die Ecke gehen muss und weinen muss. Damit kann ich noch meinen Tagesablauf auf die Reihe kriegen. So. Wie gesagt, ich mache auf Safe, auch wenn das vielleicht nicht so aussieht. So. Aber ich mache es. Ich könnte hier sicherlich brutaler, wenn ich möchte. Aber dann schleichen sich wieder Fehler ein, das will ich nicht. Wobei das jetzt nicht so schlecht war. Muss man auch dazu sagen. So, okay. Läuft bisher echt gut, muss ich sagen. Ich bin echt zufrieden mit mir. Da kann auch das Gummiband gerade nichts ausrichten, weil es einfach so gut läuft. Letzte Runde. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, ich habe auch echt geübt hier. Weil ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt gehabt. Und mit Lenkrad war jetzt auch eine neue Erfahrung. Ich habe mich nur Tastaturerfahrung. Warum ist das jetzt so eine Scheißkante da? Den scheiß fucking Dreckmist hatte ich schon mal gehabt. Da konnte ich jetzt nicht so viel für. Ach Menno. Na gut, aber die Ecke hattet ihr ja schon gesehen. Da ist irgendwie so eine ganz komische Kante, was bei einem sofort weghaut. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist irgendwie so. Und das musste mir jetzt natürlich passieren. Ja, war ja klar. In einem LP passieren dann solche Scheißdinger immer. Aber gut. Das ist zu verkraften. So. Aber ich möchte jetzt nicht noch mehr Dinge reißen. Aber das ist halt wirklich eine sehr eklige Kante da, wo man gerne mal das Problem hat. So. So, und. Nein, oh Mann. Oh Gottes Willen. Das war auch fast in die Hose gegangen. Was mache ich? Ich baue ab hier. Ja, schade. Ich hätte die zweite Runde euch gerne gezeigt mit Vollgas dadurch. Und die andere war ja gerade nicht mit 370 dadurch, oder? Doch, müsste eigentlich doch gewesen sein. Und der McLaren F1 gewinnt. Ja, scheiße, das ärgert mich. Das habe ich öfters mal. Mist. Unter den 10 Besten auf diesem Kurs. Ja, das habe ich leider ab und zu mal. Dass diese blöde Kante da. Aber in der ersten Runde hat es ja wenigstens geklappt. Und Ferrari 50 ist ausgeschieden. Cool. Blöde Kante da. Naja, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. So. Sie haben sich für die nächste Runde des Knockout-Wettbewerbs. Okay, jetzt kommen wir zu North Country. Ja, auch eine sehr, sehr, sehr interessante Strecke, wo der Rasen sehr rutschig ist. Naja. Viel Spaß bei der Beschreibung. So, ein herzliches Willkommen zu der Streckenbeschreibung zum wunderschönen North Country. Hier am Verkehrskreuz im Herzen Europas treffen viele Kulturen und Einflüsse aufeinander. Daraus ergeben sich fahrerische Herausforderungen für Anfänger und Experten gleichermaßen. Eine moderne Schnellstraße führt aus einer ländlichen Gegend mit Tulpenfeldern und Windmühlen Richtung Süden in die Voralpen. Eine Seitenstraße windet sich hinunter zu einem romantischen Schloss, in dem Sie sich auf harte Rennen gefasst machen sollten. Und bedenken Sie, dass die offensichtlichste Route nicht immer die kürzeste ist.
Ja, da spricht der gute Mann was an. Denn hier gibt es eine Abkürzung. Jawohl. Und die solltet ihr nehmen. Wenn ihr sie nicht zu schlecht fahrt, weil die kann sich dann lohnen. Sie ist zwar nicht allzu kurz, allzu abkürzend, aber sie macht es auf jeden Fall angenehmer, weil man sich eine dieser fiesen Kurven hier sparen kann. Das ist also auf jeden Fall wirklich bequemer. Und zwar ist das, Moment, das müsste diese, genau, dieser Knick hier sein. Da könnt ihr nämlich hier rüberziehen, dann spart ihr dieses olle Gedönsel. Und ja, aber mehr dazu seht ihr dann erstmal im Spiel. So, wir gehen wieder in unsere Limousine und los geht's. Unsere Tourlimousine, ne? So, da ist unsere Tourlimousine mit Swimmingpool hinten. Ganz wichtig. So, also, es beginnt wieder mit einem Vollgasanteil. Ihr fahrt auf jeden Fall schön hier rüber, damit ihr schön hier rüber könnt. So, natürlich mit der lahmen Kiste nicht ganz so toll demonstrierbar, aber ihr habt ja auch gleich mein Rennen. Und dann seht ihr ja, wie das im Renntempo aussieht. Ich möchte euch ja hier nur die Tipps geben, wie man es fährt. Und da ist mir so ein langsames Auto genau recht, weil ich dann mich auch die besten Möglichkeiten dafür habe. So in etwa, wie ich die Linie gefahren bin, ist das... Achtet auf die interaktive Musik, die ist hier echt fantastisch. So, diese Kurve hier, diese Kurve. Die muss ich jetzt nochmal mit euch angehen, weil da ist jetzt wirklich wichtig. So, die ist mich sehr, sehr heimtückisch. So, und zwar, ne, also hier habt ihr auf diesem Eck hier, hallo LKW, auf diesem Eck habt ihr definitiv eure 373 des McLarens drauf. Fahrt auf jeden Fall so in diesem Winkel in etwa. Könnt ihr richtig schön hier rein, dann recht spät bremsen. Bremst dann aber sehr scharf. Es macht nichts, wenn ihr ein bisschen auf den Rasen abdriftet, was so da hinten in etwa passieren wird. So in etwa. In etwa. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, aber es wird so. Moment, ich zeige es euch. Ihr habt es gleich. Wird euch das hier so ein bisschen hier raustragen. Das macht aber nichts. Das ist zwar Rasen und so, aber das reicht, um jetzt spät reinbremsen zu können. Da müsst ihr aber wirklich weiterhin scharf bremsen, wie ich schon sagte, richtig scharf bremsen, so dass ihr hier mit 100 ca. 130 also in etwa rumfahrt, weil der Rasen wird dann doch auf Dauer sehr, sehr rutschig und der ist hier auch wirklich sehr rutschig. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Hier kurz bremsen, damit ihr nicht zu schnell hier reinfahrt, sonst landet ihr dagegen. So, genau das gleiche, wenn ihr jetzt hier hochfahrt, gegebenenfalls ein bisschen auf die Bremse drücken, damit ihr nicht hier reinknallt. So, hier auch wieder bremsen, damit ihr die Kurve kriegt. Wie gesagt, wenn ihr in dem Rasen abdriftet, habt ihr ein echtes Problem. Weil der ist sehr, sehr rutschig. Dann müsst ihr hier sehr aufpassen, dass ihr hier nicht zu weit nach links kommt, so dass ihr nicht gegen die Wand knallt. Jedenfalls ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, weil ihr hier verdammt heftig springt mit dem McLaren. Und wenn ihr dann gegen die Wand kommt, dann ist natürlich wieder nicht gut. Auch kann es passieren, wenn ihr diesen Berg jetzt hier nehmt, dass ihr hier zu sehr nach da, weil ihr die Kurve kriegen wollt, driftet. Und dann könnt das dafür sorgen, dass ihr gegen die Wand klatscht, weil ihr zu schief mit dem Auto gekommen seid. Oder ihr driftet viel zu heftig, so dass ihr dann viel zu viel Speed verliert. Dieses Ding ist ein bisschen sehr schlecht zu fahren. Da würde ich empfehlen, hier möglichst weit außen und dann scharf hier rein. Und ein bisschen mit Bremse und Driften spielen, so dass ihr, dann könnt ihr ungefähr mit 180, wenn es gut läuft, 200 durchfahren. So, dann müsst ihr hier
die Abkürzung nehmen. Das heißt, ihr bremst hier sehr scharf, damit ihr hier reinfahren könnt. Es müsst natürlich ein bisschen darauf aufpassen, dass die KI, dass ihr nicht einen KI-Gegner mitnimmt, die natürlich den regularen Weg fahren wollen. Das ist natürlich so ein bisschen gefährlich. Aber das ist wesentlich angenehmer zu fahren als diese Kurve hier, denn hier muss man von außen und hier möglichst so weit innen rum, weil der Rasen ist sehr rutschig. Vermeidet es auf jeden Fall, auf diesen Rasen zu hart drauf zu kommen. Das könnte euch zu sehr nach außen tragen. Im schlimmsten Fall fallt ihr hier rein und das wäre sehr geschwindigkeitskostend. Also, wir haben hier nochmal diese Kurve. Ich demonstriere es euch nochmal. Ihr müsst also von außen anfahren, dann scharf hier rein, so dass ihr möglichst, ja, nicht wie ich jetzt da, na, könnte vielleicht sogar noch gut gehen, aber es könnte vielleicht für den McLaren schon zu steil sein, dann müsst ihr ein bisschen abwägen, aber so gut wie ich die Kurve nehmen konnte, werdet ihr mit McLaren nicht schaffen. Ihr werdet, es wird euch sowieso nach außen tragen, darum möglichst, wie ich schon gerade sagte, von außen und dann sehr scharf nach innen einlenken und ein bisschen auf den Drift aufpassen, dass der euch nicht zu weit nach außen trägt. So, dann haben wir hier diese Kurve. Rechtzeitig anbremsen, das kann ich euch nur sagen. Und dann auch wieder von der rechten und dann hier schön weit rüberziehen, damit ihr die Kurve kriegt, nicht dagegen klatscht. Ihr werdet hier ziemliche Driftprobleme kriegen. Macht einfach euer Ding, dass ihr weiter in die Richtung lenkt, in die ihr hin wollt. Es geht wunderbar gut, solange ihr nicht mit der Geschwindigkeit beim Beginn dieser Geschichte übertrieben habt. So, dann kommt der Wald, der ist auch sehr knifflig, weil hier muss man wirklich sehr außen anfahren, dann wieder auch scharf einlenken. Allerdings macht es mit einer leichten Bremse, so scharf sind die Kurven nicht, dann fahrt ihr wieder sehr weit außen und dann macht ihr richtig schön scharfen Einlenker hier rein, dann steht der das Nehmen mit 260 km/h nichts im Wege. Dann könnte ich hier Vollgas fahren und ihr nehmt da in jedem Fall die linke Seite, weil ihr dann wesentlich besser hier so richtig schön rechts rüberziehen könnt, um hier mit möglichst viel Speed weiterzufahren und den Vollgasanteil auf die Reihe zu bekommen. Das wäre eine Runde auf dem wunderschönen North Country in Nordeuropa. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Knockout-Rennen zu dieser Strecke. Und auf geht sie ins Knockout. Okay, da sind wir wieder. Und ja, wollen wir mal diese Katastrophe angehen? Ja, das ist wirklich so eine Sache. 3, 2, 1, los! Na, wenn ich nur so ein bisschen durchdrehende Reifen habe, dann geht das noch. Okay. Aber wie ihr sehen könnt, der grafische Sprung bei dieser Engine ist natürlich echt enorm. So. Vor allem die Tatsache, dass man jetzt auch nach rückwärts fahren kann, ohne dass die Kamera sich dann so, ja, verdreht. Oh Mann, der war richtig schlecht. So. Okay. Einmal hier rum. Der ist in Ordnung. So, meine lieben Freunde, ich werde jetzt mal eine Abkürzung nehmen und ihr rappt mich bitte dabei nicht weg. Das ist nämlich die Gefahr, die man dabei hat, wenn man eine Abkürzung nimmt. Ja, die ist jetzt nicht so berauschend, aber sie existiert halt. So. Oh Mann, der kommt. Er kommt. Der Feind kommt. Zu Recht, ich fahre ja auch gerade nicht sonderlich gut. Gummiband setzt ein.
macht das bestimmt gleich. Hier, wenn er da springt, bestimmt. Jawohl! Seht ihr das? Ist das nicht toll? Mein Gummiband. So. Ich wusste, dass der da den Sprung verkackt, der aber ganz, ganz gerne, selbst wenn er hinter mir ist. Das ist nicht ihr Lieblingssprung. So. Ich bin mit Vollgas hier durch, wie es sich eben gehört. So, durch die Kinderwelt. Schön ein Kind mit 370 mitnehmen, was spricht da schon gegen? Da ist die Polizei vollkommen mit einverstanden, denn die ist ja noch nicht mal da. Na? Die hat Feierabend gemacht, bei NFS 1 hatte sie auch schon keinen Erfolg. Die ist jetzt bei McDoof und isst erstmal einen schönen, dicken, fetten Big Mac. Lass doch die Raser rasen, die haben eh keine Chance gegen die. Finde ich auch eine gute Einstellung. Na? Die haben es endlich mal eingesehen, dass sie einfach nicht saugen. Oh mein Gott. Ein Glück, dass die Gegner weit hinten sind. Ich hätte es voll verdient gehabt, überholt zu werden. So. Gut, einmal abkürzen. Ich darf das, ich kann das, ne? So. Oh, der war schon etwas besser. Der Rasen, der ist verdammt rutschig hier. Das ist trotz Arcade-Racer so. Oh, ich komme hier nicht vernünftig rum. Absolut nicht. Das ist irgendwie total der Schmarrn. Ja, und hier die interaktive Musik, ne? Wenn ich hier bin, dann kommt diese Musik. Habt ihr vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen. Solltet ihr unbedingt darauf achten, weil das ist halt echt so. Und ich finde das echt cool an dem Spiel. So. Wald habe ich recht gut bekommen. Mal machen. Ach, die Strecke ist jetzt eh vorbei. Ja. Und ja. Die Zeit ist nicht gut. Ich weiß. Die war scheiße. Sie haben das Rennen gewonnen. Sie sind unter den 10 besten. Aber das ist, weil ich in dem blauen Tunnel so verschissen habe. So. Naja, immerhin Zweiter. Hätte ich einen Tunnel nicht verschissen. Und ein Ford GT 90 ist ausgeschieden. So, weiter geht's. Ja, 3 Sekunden von unserer, naja, eher so 2 von unserer Bestzeit entfernt. Und das sind genau diese 2 Sekunden, die ich in den Tunnel an die Wand geklatscht habe. Sie haben sich für die nächste Runde des Knockout-Wettbewerbs qualifiziert. Ja, das ist ja wunderbar. Und jetzt kommt Pacific Spirit, eine Strecke, die ich sehr gerne mag. Freut euch auf die Beschreibung. Los geht's. So, herzlich willkommen zur Streckenbeschreibung und Strategie zu dem Pacific Spirit, ein sehr wunderschöner Kurs in Kanada. Diese Strecke zwischen hektischem Stadttreiben und uraltem Regenwald ist das ganze Jahr über eine sehenswerte Attraktion. Unser Rennkurs beginnt im pulsierenden Herz der Metropole. Doch schon bald lassen sie die Stadt hinter sich und fahren hinaus in die freie Natur. Während ihrer Fahrt über den verwitterten Highway, von den ruhigen Wogen des Pazifiks hinauf in die majestätischen Berge, erhaschen sie im uralten Wald immer wieder einen kurzen Blick auf halb überwucherte, antike Eingeborenensiedlungen. Der gewundene, schnelle Aufstieg in die Bergregionen wird ihnen den Atem rauben, aber auch Kraft und Motivation für den Rückweg geben, die Abhänge hinab, zurück in die Stadt. Ja, das ist auch ein sehr, sehr schöner Kurs. Ich mag den unheimlich gerne. Und zwar ist das ein sehr schneller Kurs, vor allem in den Bergen, wie er anspricht. Und ach, es ist einfach ein wunderschöner Kurs. Ich mag ihn. So, und jetzt steigen wir in unsere Limousine. Und ihr bekommt alle Infos und Tipps zu diesem Kurs. So. Und los geht's, ab in unsere Tourlimousine. So, da ist sie, die Tourlimousine. 3, 2, 1. Ja, Stadt ist nicht der Vollgas-Hauptanteil der Strecke, der ist bei dieser Strecke woanders. Wobei man auch hier bei der Stadt Siegren relativ schnell heizen kann, aber es ist nicht der schnellste Part der Strecke. So.
dann fahrt ihr hier möglichst in, aber nicht zu weit in, weil es könnte euch dann, ja, ihr könnt Untersteuerungsprobleme kriegen, wenn ihr hier sehr, sehr schnell mit dem McLaren durchbreddert. So, dann ist hier eine Abkürzung über den Parkplatz, sehr früh bremsen, nein, nicht sehr früh bremsen, aber relativ, das muss man so ein bisschen abschätzen und dann mit circa 170 hier rum und dann könnt ihr über die Brücke und das ist halt wirklich schon eine wirklich gute Abkürzung, muss man sagen, weil das spart ihr euch den Knick da hinten. Über die Brücke werdet ihr springen, jetzt kommt meine Hasskurve, das ist nämlich die, na, hau ab Bus, ich will hier was erklären, Bus, hau ab. So, also, ihr müsst das jetzt nochmal machen, ich habe nämlich ein Detail vergessen, was ich euch sagen wollte. Also, wir fahren hier nochmal zurück. So, ich krieg's eigentlich ganz gut hin, wenn ich ab dem Beginn dieser Mauer anfange zu bremsen mit dem McLaren und dann, ja, werdet ihr ein dauerhaftes Driften um diese Kurve haben. Die ist spitzer als sie aussieht, die kann man mit 170, also 170 ist sie machbar, aber es ist schon ein bisschen schwierig, weil der Wagen driftet da die ganze Zeit durch, bis ihr die Kurve geschafft habt. Und ja, es ist nicht meine Lieblingskurve und die erfordert ein bisschen Übung, um die gescheit hinzukriegen. So, jetzt kommt der Vollgasanteil. Auf jeden Fall habt ihr halt ein Problem an der besagten Kurve, wenn ihr da zu schnell reindonnert. So. Ja, ich habe mich perfekt an den VW-Bus gerecht. Das ist schön. Jetzt kann ich zufrieden weiterleben. Und der wollte überholen, doch dann kam ich. So. Ja, hier Vollgasanteil. Hier am besten hier so an diesem Gebäude vorbei. Dann springt ihr nur ganz marginal. Dann möglichst so innen hier zu fahren. Dann ab dem Verkehrsschild so circa auf 280 runterbremsen und dann hier rüber, bevor ihr hier rüber fahrt, so circa auf 250, 260 runter, damit ihr nicht hier an die Wand klatscht und ihr ziemliche Probleme mit eurem Auto bekommt. So, dann könnt ihr aber das Gaspedal wieder voll aufdrehen, aber es fordert ein bisschen Geschick, hier durch die Berge zu fahren. Weil das ist eine sehr, sehr gefährliche Sektion, wo die KI sogar Angst vor hat. Die fährt hier nämlich auch teilweise bedächtig durch und macht auch gerne mal Unfälle. Aber hier fahrt bitte Vollgas, übt es, weil das lohnt sich hier wirklich, das funktioniert. Kritisch wird halt das Raustragen, wenn man die Ideallinie nicht gut nimmt. Und natürlich diese Kurve hier. Da müsstet ihr möglichst hier und dann so hier rüber, aber Mercedes steht nicht da, wo ich das erklären will, hier rüber. Dann springt ihr nämlich hier rein, weil das ist nämlich die Kurve, wo ihr springt. Das heißt, ihr müsst dann im Winkel reinspringen, ein bisschen nach rechts, damit ihr nicht gegen die Wand klatscht. Und dann könnt ihr hier rum alles natürlich weiter mit Vollgas. So, dann seid ihr hier sehr schnell unterwegs, springt ihr auch. Dann fahrt ihr möglichst außen, macht eine sehr harte Bremsung auf ca. 180 und fahrt dann hier rum. Kann auch ca. 170, 160 sein, wenn ihr euch nicht traut. Es könnte sein, dass ihr bei dem Rumfahren der Kurve dabei sogar abhebt. Es wird auf jeden Fall ein leichter Drift sein. Aber bei Wild kann man ja trotz Driftens ohne Probleme weiterfahren, wenn man den Drift eben halt nicht übertreibt. So. Also das geht wirklich sehr gut von der Hand, erstaunlich gut, das solltet ihr eigentlich hinkriegen mit etwas Übung, so wie ich euch das im Rennen demonstrieren werde. So, ich musste hier nochmal zurückfahren, weil ich noch nicht fertig mit meinem Erzählen war. Und zwar fahrt ihr hier, bremst nur ein bisschen und lenkt auch nur ein bisschen, dann kann man hier mit 200 rumdriften. Achtet halt drauf, dass der Drift nicht zu hart wird und hier könnt ihr wieder mit Vollgas rum. Dann habt ihr eine ziemlich gute Speed. Hier ist eine KI langsame Stelle, weil ihr könnt hier einfach so durchfahren. Ist ja offensichtlich, die KI fährt aber einen kleinen Schlenker hier. Und das wäre eine Runde auf dem wundervollen Kurs
in Kanada den Pacific Spirit. Wir sehen uns im Rennen. Schade. Aber er fährt nochmal gegen die Wand. Eine Bolle mehr, da kann man schon mal... Oh, nochmal in mich hinein. Okay, wir sehen uns im Rennen.